Borgstein. Eigentlich müsste die Flamme der Freiheit ja auf Ihrem Tisch brennen. Geht aber leider nicht mehr. Denn eigentlich müssten Sie ja die Kerze anzünden. Wie rot kann die Kanzlerin werden? Antwort nach 14 Tagen, knapp 14 Tagen Verhandlungen über die Große Koalition. Ganz schön rot und immer noch röter. Die macht alles mit, was die SPD im Wahlkampf wollte. Und gibt es einfach so weg. Doppeltes Staatsbürgerrecht, Mindestlohn, Mütterrente, schieß mich tot. Ja? Und die SPD kann ja eigentlich braucht gar keine rot-rot-grüne Mehrheit im Saal. Die braucht gar keine. Oder haben sie jetzt auch noch, oh Gott, auch noch G-Mutation? Oh, man soll ja in diesen Tagen nur noch mit Piktogrammen kommunizieren. Ist schon wieder Vollmond, Augstein? Oder was ist das? Haarige Argumente? Das ist ein Zeichen sozusagen. So ist die Bundeskanzlerin ein bisschen. Verstehen Sie so? Wolf im Schafspelz, Schaf im. Aber ziemlich lange Fingernägel. Im Schafspelz, keine Ahnung. Egal. Pass auf, diese große Koalition. Aber jetzt freuen Sie sich. Ist ja nur scheinbar. Und dann jetzt nicht. Sie haben scheinbar nicht gute Laune. Rot, ja, scheinbar links. In Wahrheit ist das doch alles Unfug. Ja, okay, auf den ersten Blick kann man sagen, Finanztransaktionssteuer. Sie können sich schon freuen. Blume, Sie stehen jetzt gerade mal nicht im Mittelpunkt. Sie können sich freuen. Packen Sie das mal weg, Menschenskinder. So, also, Finanztransaktionssteuer, Mindestlohn, ein bisschen Almosen praktisch werden verteilt für die Leute. Die Gewerkschaften sind auch mit im Boot, weil sie sich um den Industriestandort Deutschland fürchten. Aber das ist doch Unfug. Das eigentliche Problem, worum es in diesem Wahlkampf in Wahrheit ging, nämlich Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Steuerpolitik, gerechteres Steuersystem, das werden wir eben nicht kriegen. Da wird dann die Union am Ende schon noch davor sein. Man kriegt ja nun, es ist ja nicht Wunschkonzert, ne? Jetzt nehmen wir doch einfach mal zur Kenntnis, erstens, es gibt keine. Sie haben mich doch gefragt, wie ich die große Koalition finde. Und aber ich freue mich oder nicht. Und ich freue mich natürlich nicht, denn. Sie können sich ein bisschen operativ freuen. Hey. Einfach nur mal so freuen, so ein bisschen. Weil Sie immerhin von das dem, was Sie sagen. Wann ich mich freue. Also, zweites Argument ist, dass in der großen Koalition die SPD, sozusagen, da kommt so die dunkle Seite der Macht. In der SPD wird durch die große Koalition natürlich gefördert. So eine alte, komische, konservative Staats-SPD, die ja selbst mir auf die Nerven geht. Ich sage es Ihnen in einem Satz. Ohne die Grünen und die Linkspartei ist die SPD in Wahrheit nicht auszuhalten. An der Seite der CDU wird die SPD zu einer Partei, wo auch ich sage, Freunde. Haben Sie nicht das Gefühl, Sie sind in so einer Retro-Schleife? Also so einer Werwolf-Retro-Schleife? Es gibt keine rot-rot-grüne Regierung. Wollen wir das jetzt mal als Prämisse annehmen? Ja, jetzt und wenn dem so ist, jetzt können Sie noch tagelang nicht den Wolf anbellen, sondern den Mond anbellen und irgendwie jammern, dass es das nicht gegeben hat. Aber stopp, wenn man sich einen Moment lang jetzt mal darauf einlässt, es gibt diese Regierung, die Sie sich gewünscht haben, nicht? Es gibt jetzt nur aber ein Second Best. Aber die gibt es auch noch nicht. Was wollen Sie denn? Das ist ja, Moment, doch gar nicht da. Die Mitglieder müssen doch erst mal abstimmen. Abstimmen, stopp, Mitglieder. Augstein, Mitglieder, ne? Jetzt geht es ja erst mal darum, dass die von dem, was Sie sich gewünscht haben, von einer Regierung, die leider nicht zustande gekommen ist aus Ihrer Sicht, ja ganz viel machen. Angela Merkel rutscht ein Stück weit nach links. Ich frage mich, warum, und habe nur eine Antwort. Die will die Baustelle mit ganz, ganz viel Staatsgeld wässern und damit befrieden im Inland. Und die SPD macht auch mit, um dann in Europa ein paar Dinge zu tun, die vielleicht schon mal wieder dran wären beim Umbau der Europäischen Union. Und damit will sie in Wahrheit ja ins Geschichtsbuch. Ach, jetzt interessiert sie sich doch für Europa. Jetzt hat sie doch festgestellt, dass es doch... Das ist so rührend, dass ich das noch erlebe. Das freut mich so. Also das freut mich wirklich. Ist doch Unsinn. Die hat Angst vor den SPD-Mitgliedern. Die weiß doch ganz genau, wenn sie jetzt nicht liefert, bei den entscheidenden Stichpunkten Finanztransaktionssteuer, Mindestlohn, dann kann sie diese große Koalition sowieso vergessen. Aber jetzt auch schon. Sie müssen sich jetzt entscheiden, ob Sie die SPD für eine echte Partei halten oder, wie Sie eben sagten, für einen ziemlich verrotteten Wurmfortsatz Ihrer selbst. Ich glaube, die Mitglieder werden in jedem Fall dafür stimmen, weil die Mitglieder wissen, ganz egal, was da rauskäme, und wenn da Hardcore-FDP-Politik rauskäme bei diesen Verhandlungen, würden die SPD-Mitglieder immer noch dafür stimmen, einfach weil sie wissen, dass sie sich eine komplette neue Parteiführung suchen können, wenn sie dagegen stimmen. Und noch einmal, Angela Merkel macht auf Rot und gibt ohne Ende Punkte weg, ohne Ende Sachen weg und ohne Ende Geld aus vor allen Dingen, um hier Ruhe zu haben, um irgendetwas anderes zu machen, einen anderen Plan zu verfolgen. Und das ärgert mich und dass ich langsam, ich meine, ich bin sowieso schon in dem Ruch, dass ich mit denen einen Vertrag hätte. Jetzt ist der Schiff runtergeflogen. In Wahrheit fehlt die FDP. Die eine Partei, die sagen würde, ihr habt schon genug Geld und wir brauchen nicht noch mehr. Und gebt nicht so viel davon aus. Wissen Sie, was das ist? Der Versuch. Kann man das erkennen? Nein. Das ist sozusagen der Zettel, wo man seine Mitgliedschaft in der SPD beantragen kann. Machen Sie Ihr Kreuz hier. Das wäre nämlich die Idee, 80.000 Leute, also ungefähr doppelt so viel, wie die SPD noch Mitglieder hat, treten auf einen Schlag in die SPD ein und stimmen dann gegen und stimmen heil und stimmen gegen die große Koalition. Wenn alle Chinesen auf den Stuhl steigen und gleichzeitig runterspringen, dann geht die Erde aus der Umlaufbahn. Ist es das, was Sie wollen? Kostet 5 Euro, glaube ich, in die SPD einzutreten. Relativ wenig Geld, um den Unsinn zu verhindern. Das wäre wirklich ein lohnendes Projekt. Es wird nicht leicht, werdet Mitglied, werdet Genossen und sagt Nein. Wozu?
zur Großen Koalition. Das kann man noch machen. Ja, und dann? Mann, das kennt. Und dann denken Sie ab und zu auch mal den zweiten Schritt. Was ja, dann? Keine ja. Parteiführung mehr. Okay, Angela Nahles, das wäre jetzt nicht so rasend schade, gebe ich zu. Aber Sigi Popp, der hatte sich doch gar nicht so schlecht gemacht in den letzten Tagen. Der macht das doch ganz gut. Der holt doch alles ab für Sie. Nein, habe ich schon dreimal gesagt. Dann sind die alle weg. Und dann? Die kommen doch dann aus übernimmt, dieser... kommt Oskar Lafontaine zurück? Oh Gott, ist es das, was der Plan die kommen ist? Doch, die kommen doch aus dieser das Großen ist Koalition. Oskar, das wäre die Oskar kommen doch aus der Großen Koalition nicht gut raus. Das sehen Sie doch daran schon, dass Sie nicht das Finanzministerium beantwortet haben. Das ist das einzige Ministerium, was wirklich was zu sagen hat. Neben der Kanzlerin ist das Finanzministerium. Und zwar in Deutschland und in Europa, haben Sie eben schon angesprochen. Das ist ja in Wahrheit noch viel wichtiger, weil da sitzt nämlich der Finanzminister als einziger noch mit am Tisch, außer der Kanzlerin. Das will die SPD gar nicht haben. Warum? Weil sie in Wahrheit gar kein Interesse daran nein, hat. Nein, weil sie dann den Kassenwart machen müsste. Und das will sie natürlich nicht. Und man kann doch Angela jetzt Merkel... Jetzt widersprechen Sie sich. Eben haben Sie gesagt, es wird schön verteilt an alle und so, aber den Kassenwart will sie nicht machen. Wie denn jetzt? Was ja, denn jetzt? Moment, das verstehe ich nicht. Moment mal. Natürlich wollen die ausgeben, aber das FDP, das Quatsch, das Finanzministerium ist kein Ausgabenministerium, das ist per se ein Sparministerium. Wenn Sie dem Ruf gerecht werden wollen, müssen Sie den Sparkommissar geben. Das, ist doch gar das nicht will so. Aber die SPD... Schäuble die hat SPD doch schon gesagt, er will das Geld besser. Gerne weggeben, Stopp. Er will keinen Schuldenabbau machen. Schäuble ist doch auch auf den Kurs schon eingeschränkt. Sie können als Finanzminister auch schön austeilen und so. Nein, meine Herren. Austeilen. Ausgeben tut der Arbeitsminister. Hallo? Ja, der irgendwie neue Hartz-IV-Sätze erfindet oder sonst sowas macht. Sie ziehen Merkel viel mehr in den roten Bereich, wenn sie Arbeitsminister und Vizekanzler sind. Insofern, das hat der Gabriel schon richtig geschnallt. Aber im Gegensatz zu Ihnen denke ich jetzt mal einen Schritt voraus. So, jetzt pass auf, ich, und zwar, wie kommt die SPD aus dieser Koalition wieder raus? Lässt sie nach 2 Jahren platzen, ja oder nein? Und ich sehe das im Moment nicht, denn als Arbeitsminister können Sie in 2 Jahren die Koalition nicht platzen lassen. Übrigens, nein, die wollen gar nicht Kanzler werden. Die Koalition wird gar nicht platzen, ist meine neueste These. Die CDU unter Angela Merkel wird die SPD einfach eingemeinden. Und dann wird das Zettelchen zu dem Ankreuzen nicht lauten, treten Sie der SPD bei, sondern treten Sie der CDU bei, weil das ist wie die SPD. Das ist so eine Gesamt-, das wird dann so eine CSU-Sierung zur Staatspartei auf Bundesebene. Allumfassend. Und dann gibt es noch eine linke SPD, die Ihnen gut gefallen wird. Und die hat dann noch 12%, so wie in Bayern. Kann sogar sein, dass das in Wahrheit ist, das, was Sie da beschreiben, ist zwar eine Karikatur. Nein, aber es ist die präsidiale Allumarmung der Kanzlerin. Die Es ist der Grund, weshalb ich das für falsch halte für die Sozialdemokratie. Ich halte das für falsch. Deshalb ist genau der Grund, was Sie eben beschrieben haben, weshalb ich es für falsch halte. Das ist ja auch interessant. Aus zwei verschiedenen Gründen. Kanzlerin würde Ihnen antworten, es ist alternativlos für die SPD. Aus gegensätzlichen Gründen halten wir das Gleiche für falsch. Ja, übrigens auch ein Zeichen, auch ein typisches Merkmal der Großen Koalition. Die ist so nicht gedacht. Und übrigens, erstes Opfer der Großen Koalition, jetzt NSA-Affäre. Wenn die SPD noch eine Oppositionspartei wäre, dann gäbe es jetzt Dauerfeuer auf Friedrich und Profalla, die Verharmloser des Sommers. Jetzt plötzlich alles super und nicht so schlimm. Und okay, das, daran sehen Sie, dann sind wir demokratietheoretisch im Großen und Ganzen, ist eine Große Koalition natürlich immer schlecht. Ich sehe nur nicht, wie gesagt, Sie haben sie, die Merkel ist schon eingetreten bei der SPD. Sie hat, Angela Merkel hat ihren Zettel schon unterschrieben. Und jetzt? Ich will jetzt nicht mehr über die Große Koalition reden. Ich werde da ganz müde und schlapp und schlapp. Lassen Sie uns lieber über Frau Gaschke reden. Kiel, Oberbürgermeisterin, ist jetzt zurückgetreten. Nachdem sie, ehrlich gesagt, in einer Art und Weise von der Presse verhackstückt wurde, wo ich auch denke, oh, das kann man so nicht machen, das geht echt nicht. Sie hat dann diese Rede gehalten, die habe ich, ja, guck mal hier, sie hat eine Rede gehalten und sich beklagt über Testosteron gesteuerte Politik. Da meinte sie so Leute wie Sie. Nee, ich versuche ja auch hier einen anderen Ton reinzubringen. Sie sind die schon Schärfe, die Sie hier reingebracht haben. Sie sind schon so ein Testosteron-Typ. Ich kenne Sie ja. Sie sind schon so ein Testosteron. Ich nehme auch gerne mal ein Stückchen Testosteron zum Abendessen. Absolut. Aber ich wollte ja auch die ganze Zeit jetzt hier, die ersten 10 Minuten, einen anderen Ton reinbringen. Ja. So was Warmes, mal, Empathisches. Ich weiß, es geht jetzt nicht darum, ob 2 und 2 4 ist. Es ist mehr, ob wir auch lange genug darüber geredet haben, warum die 2 diese hässliche Kante da unten in der Ecke hat. Ja, darum geht es doch ein Stück weit auch. Und das ist, Sie können sich über diese Frau nur lustig machen. Nein, ich mache mich gar nicht lustig. Sie können sich nur lustig machen über die, die mal was anders machen wollte im kommunalpolitischen Bereich. Die hat dann gedacht, ich mache was anderes. Hat dann nicht so hingehauen. Hat sich festgestellt, das, was man hätte machen sollen, wäre das Recht gewesen. Dann hat sie das Recht gebrochen, auch schon doof gelaufen. Sie wollte es anders machen. Übrigens hat sie die Frau einem Zahnarzt 3 Millionen erlassen. Ich meine, ist das sozialdemokratisch? Geht's noch? Es war anders. Es war jedenfalls ganz anders. Und er hat gar nicht gebohrt. Na gut, wir wünschen ihr jedenfalls alles Gute für die Zukunft. In der SPD. Von mir aus.